Okay, bin in der Lobby von Melo. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Amy, es ist vorbei. Schalter ab. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Komm, Mann. Ich sag doch, ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach, Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen! Töte mich doch! Erinnerst du dich jetzt?
Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser Scheiße in Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird mich aufgeben. Ich muss echt weiter. Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Ah! Ah! Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Jordi. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen hab? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst? Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die hab ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Arsch. Chicago Police! Wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich! Ich habe hier eine Leiche. Sicher ein Viceroy. Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche. Auch ein Viceroy. Eine Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben 2 Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Hier muss doch einer sein. Hier muss doch einer sein. Das bekomme ich von Ihnen. That's a hit and a hit and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. 2 on, 2 out, folks. Something's gonna give soon and it could go either way. Sonova pitches, that's a big hit! Was zu sehen? Nein, alles ruhig.
Da ist ein bekannter Viceroy in der VIP-Lounge. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komm hoch. Mach mal Halblang, Speedy. Wir brauchen dich da unten. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Hey Sie, Sir! Das ist ja, doch Sie scheiße, her. Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Hey, womit denn? Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Okay. Was ist Teufel? Was? Hey, filmt ihr das auch alle? Ich will diesen Ficker im Internet sehen. Gut, ich brauch keinen Ausweis. Ein Lächeln wird zwar nett, es geht aber besser ohne. Hey, Mann. Ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na bitte. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können wir auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt. Wir haben Rechte. Schweigen Sie mal eine Minute. Das Recht haben Sie. Fick dich. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann ausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Alan? Ja, bin ich. Gibt's einen Evakuierungsplan? Klar, haben wir. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also riegeln wir es ab. Damit habe ich kein Problem. Hier wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Und das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spielabbruch? Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Ja, okay, Moment. Hey, gib mir Barry. Dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Hält sich
Wo bist du, Johnny? Was? Weg! Habt ihr Bullenallergie? Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss... Da ist gerade ein Haufen Cops vorbeigerast. Immer noch keine Spur von ihm. Der Verdächtige muss ganz nah sein, wir suchen weiter. Das habe ich echt gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Muss ihn zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon sagen. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir.